So, heute sind wir hier unterwegs, eigentlich in dem Regengebiet, aber irgendwie auf neuen Trails. Der Marcello hat uns hier irgendwo mitten in der Pampa am Parkplatz ausgesetzt. Jetzt sind wir gerade ein Stück durch die Stadt gefahren und fangen jetzt hier mal an, den Beginn der Tour zu suchen. Und wir wissen alle nicht, was uns da erwartet. Gestern hatten sie wohl auch eine Tour gemacht, aber das war wohl nur CC-Charakter. Jetzt wollen wir mal gucken, ob hier ein bisschen mehr Trail drin ist. Es ist zwar nicht kalt, aber nass. Wenn der Ralle meckert, was er nämlich immer regelmäßig und gerne tut, werden wir das natürlich dokumentieren. Man nennt ihn doch den Meckerralle. Für jeden Lameboy kriegt ihr wieder einen Mecker drüber. So ist das. Okay. Ich hab die Leckerchen hier vorgelegt, weißt du? Ja, aber wisst ihr, wann geht das denn los hier? Habt ihr Zeit nicht? Die ganze Zeit hier auf. Der Ralle, der braucht eine richtige Nackenfelle. Mit dem Schlappen, so eine richtige Backpfeife. So, der muss richtig klatschen. Wie weit ist denn das noch bis zum Trail? Sind wir bald da? Wann sind wir denn da? Da macht er uns von uns den Trail frei. Nein, der macht den Wald kaputt. Und das Beste war, weil du gerade gesehen hast, das sind Holländer, ne? Die Holländer kommen jetzt hier hin und fällen unsere Wälder. Ich dreh durch. Aber der Holländer ist nett. Jetzt sind wir wieder im Bombenkrater gelandet. Nach dem Harvester kommt nur der Tod. Scheiße. Sind wir denn jetzt da? Sind wir endlich da? Ich habe Wanderer im Druck. Wo sind die Trails? Ich bin schon wieder die ganze Zeit und will unsere Tour wieder korrigieren. Hör mal, ihr seid aber wieder viel zu lame bergauf hier. Mann. Sind wir jetzt gleich da? Wie lange ist denn noch? Sind wir jetzt endlich da? Wann sind wir denn da? Meine Beine tun weh. Oh, wann sind wir denn da? Was, wie viele Höhenmeter wandert? 237. 237. Nur rauf. Wann sind wir denn da? Meine Beine tun weh. Yippie, jetzt sind wir endlich da. Jetzt können wir Fahrrad fahren. Ja, fast an der Baumgrenze auf. Am Stück, ne? 250 auf 7,30. Oh, Wahnsinn. Oh, jetzt aber nass hier. Das war so klar. Ah, Junge. Oh. Yippie. Da ist noch einer, ein kleiner Kicker. Juhu. Und noch einer. Schön. Schuhu. Wow. Wuhu. Nice. Wuhu. Da fliegen wir. Wow! Oh shit! Verpasst! Oh, da oben rang! Wir hätten rechts gewusst! Links! Highway! Oh, da war's schon wieder! Scheiß Dreck! Naja, mal ein bisschen. Boah! Hammer! Jawohl! Ja! Das geht hier so runter. Das kannst du gar nicht sehen auf der Kamera, wie das jetzt. Boah, Junge, Hammer! Und da kommt ein kleiner Kicker. Oh, mit Matschit daher. Oh, da geht's wieder rauf. Jetzt geht's tatsächlich mal ein bisschen Speed hier. Oh, ja. Guck mal. Geht doch. Geht doch.
Tatsächlich ein Trail. Oh, Wahnsinn. Ich mache Scheiße. Tatsächlich ein Tour, oh, sehe mich. Das wird sogar wirklich noch anspruchsvoll hier. Was ist das denn? Oh, oh, ui, ui. Ich weiß, ich kann gar nicht. Ja, da ist er doch. Scheiße. Bäm. Wenigstens etwas. Wenigstens ein bisschen. Haben wir zwei Abfahrten gemacht? Ja, immerhin. Auf 30 Kilometern zwei Abfahrten. Jungs, wir stehen hier mitten im Wald und wir finden keine Trails und sind schon alle voll am Abkacken. Und wir suchen uns die Trailfingerwund. Hier gibt's nur Scheiße. Da wieder Aufkurbelung. Haben wir jetzt einen Mockentrail den Berg runter. Und Abschluss hier. Junge, Junge, guck dir diese Scheiße an. Ich krieg ein Vögel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird immer schlimmer hier. Boah. Ey, wie soll ich denn hier durchkommen? Scheiße. Leck mich. Ey, so ein Dreck. Scheiße hier. Boah, jetzt dürfen wir die Mocke gleich noch bergauf fahren. Ey, ich dreh durch. Also, das ist ja, glaube ich, mal jetzt hier der mockigste Mock-Trail, den ich ever gefahren bin. Verdammte Hacke. Also, ganz ehrlich, da war jetzt mal Top 1 vom Schlammtrail, Schlammweg oder was auch immer das jetzt war, weil ich ever gefahren bin. Junge. Können wir ungefähr 0,3 Sterne für diese Tour geben. Was hast du jetzt gerade gesagt? Sag das bitte nochmal. Wir fahren ja eine Rennradtour. Nein, mein Navi ist eingestellt auf Rennrad und deswegen macht er keine Trails. Hä? Ey. Ein Schild gehabt. Vorsicht, Wildschweine mit Frischlingen. Das fehlt uns jetzt hier noch, dass wir jetzt noch eine Attacke. Immer, hier ist aber. Bist du sicher? Mach ein Selbstgespräch oder was mit dir? Ja, ich filme, du Affe. Jetzt fahre ich hier mit den Enduro-Vibes und die wollen mich jetzt hier im Wald irgendwo aussetzen. Weißt du, jetzt bist du ja bald noch verschollen bei dieser Kacktour hier. Mega, wie nennen wir die denn? Mega Kacktour? Oder super scheiß Schleim-Dreckstour? Gravel-Tour mit dem E-Bike im Schlamm. Gammelguide. Lame Guide. Schlamm Guide. Ah. Jungs, das gibt hier nichts. Hör mal, der Typ mit dem Gravelbike ist ja niemals hier lang gefahren. Nein, wir sind jetzt direkt im Weg zum Auto. Guck mal, habt ihr gehört, ja, direkt im Weg zum Auto. Da steht man in der Pampa und geht nichts mehr. Und weiter geradeaus. Sag mir mal, welches geradeaus du jetzt genau meinst. Ja, du. Direkt den Weg zum Auto jetzt. Ja. Ruckzuck sind wir da. Ja, Marcello führt uns jetzt hier noch auf so einen einsamen Bauernhof. Wir werden hier gleich wegen Private Property erschossen. Jeden kleinen Weg sucht er. Und wir landen immer tiefer in der Scheiße. Wir haben Baumstamm drin, jawohl. Und die liegen alle immer so schön, dass du eigentlich nicht drüber kommst hier, ne? Alter, das ist doch kacke hier. Kann doch nicht sein. Ah, nee, was ein Kack. Jawohl, nochmal schöne Mocke zum Ende. Nochmal richtig tiefe, geile, fette Supermocke. Goldrichtig. Ah. Goldrichtig würde ich heute mal nicht mehr behaupten wollen. Ja, doch, jetzt kann ich sagen. Ich habe ja Rennrad wohl, nicht in der Straße hier. Deswegen sind wir jetzt goldrichtig. Oh, Wahnsinn. Hat sich gelohnt, Alter. Sauerei. Was eine Tour, ey. Alter, was hängt hier alles drin, ey? Unsere Spaghetti, ey. Ja, Matsch, Auto. Und dieser einmalig beschissene Tour. Ja, das war wirklich kacke. Also, der Lameboy, der die aufgezeichnet hat, dem werden wir nicht mehr folgen. Das war nicht gut. Aber okay, wir hatten trotzdem Spaß, wir haben uns bewegt, die Bikes bewegt, uns ein bisschen eingesaut und war soweit ganz cool. Ciao, Bella.